Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich war letzte Woche im Verleihshop, beziehungsweise meine liebe Frau und meine kleine Emma Mausi haben das Paket vom Verleihshop.de abgeholt. Und da waren zwei Mediabooks drin. Und welche das sind, ja, das seht ihr jetzt jeweils in einem separaten Video. Das erste Mediabook ist der Film Maneater, der Menschenfresser kehrt zurück. Und keine Sorge, das Paket war verschlossen. Die Emma hat das Covermotiv natürlich nicht gesehen und natürlich auch meine Frau auch nicht, denn die mag solche Filme nicht. Dafür ich umso mehr. Ja, ich habe diesen Film noch nicht gesehen. Er lief vor einem Jahr, glaube ich, im Hofer Kino und ich wollte eigentlich auch mit dem Ebbe ins Kino gehen, aber wie es immer so ist, die liebe Zeit, wir hatten alle beide keine Zeit da reinzugehen, also jetzt aber vielleicht können wir ihn mal gemeinsam jetzt mal begutachten, denn er ist auch ein riesengroßer Fan, der Ebbe, von dem alten, nämlich Maneater von Joe D'Amato mit dem wunderbaren George Eastman hier als der Menschenfresser. Ich habe den Film erst letzte Woche angeguckt, als ich eben das Mediabook bekam. Und ja, ganz ehrlich, der Film ist für mich natürlich immer noch nicht so wirklich gut. Er ist unterhaltsam, ja. Die Effekte sind auch einigermaßen ganz schön blutig, aber er ist auch trotz alledem doch ganz schön ziehend und es dauert doch ein bisschen, bis es hier wirklich zur Sache geht. Ich weiß auf jeden Fall, Ebbe mag diesen Film sehr gerne. Und Joe D'Amato ist auch sein bester Film, glaube ich, kann man fast sagen. Aber wie gesagt, ist es auch kein Film, den ich jetzt auch wirklich extrem gut finde. Auch hier beim Remake oder bei der Neuauflage hier, Regie führte hier der wunderbare Dario Germani. Hab ich auch schon gelesen, der Film soll auch ziemlich schlecht sein. Aber ganz ehrlich, wir brauchen jetzt hier nicht erwarten, dass es hier ein Meilenstein der Horrorfilm-Szenerie wird. Hintendrauf steht auf jeden Fall schon mal härter als Hostel, blutiger, brutaler, klaustrophobischer Torturporn. Also, und das erwarte ich auch. Ein blutiger, gewalttätiger Film. Mehr brauche ich jetzt nicht hier erwarten. Genauso wie ultrablutig und nur für Hartgesottene. Und genau das erwarte ich auch. Eine Story muss jetzt nicht unbedingt so sein. Mal gucken, wie er ist, der Film. Ich bin gespannt. Das Mediabook kam jetzt von Indeed raus, Black Illusions und auch noch von Black Lava. Also eine Zusammenarbeit anscheinend hier. Und natürlich ist der Film auch ungeschnitten auch hier in der SPO-Freigabe vorhanden. Aber wie soll es auch anders sein? Es gibt auch noch einige weitere Covermotive und die gucken wir uns erst einmal an. Muss aber auch sagen, mir gefallen eigentlich alle 5 Covermotive sehr gut. Eine mehr, eine weniger. Ich habe jetzt aber für das Cover E entschieden, einfach aus dem Grund, es passt sehr gut zu dem alten Kinoplakat vom alten Teil, weil auch hier so ähnlich ist. Und es wird auch hier auch angehaucht an den alten Covermotiv von Maneater. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die hier erstmal an. Also das Cover A-Motiv ist schon mal ganz schön derb. Hier sieht man, könnte es auch ein Ralf Krause-Motiv sein. Eine Frau, die gerade irgendwie was zerstückelt wird oder was rausgeholt wird. So schaut es zumindest aus. Finde ich auch sehr schick, aber ja, war mir ein bisschen zu heftig, ist auf 777 Stück limitiert. Dann gibt es noch das KVB-Motiv. Das Ganze schaut hier so aus. Ist eben eine etwas leicht bekleidete oder fast nackte Frau mit dem Kopf in der Hand. Das ist auf 666 Stück limitiert. War auch ganz in Ordnung. Das KVC ist auch hier schon ein bisschen derber mit den ganzen Gedärmen. Das ist auf 555 Stück limitiert. Das KVD ist ähnlich wie das KVB in Rot gehalten. Für mich das schwächste Motiv, wie ich persönlich finde, aber für mich nur persönlich, ist auf 444 Stück limitiert. Und eben das KVE-Motiv. Das Ganze schaut hier so aus im Produktfoto und einmal hier das fertige Produkt. Und ich habe mich eben jetzt für das Motiv hier entschieden, denn die Limitierungsnummer ist mir eigentlich relativ egal, wie hoch die ist, denn es geht mir eigentlich hier nur um das Covermotiv. So, soviel schon mal zu den ganzen verschiedenen Motiven von diesem Film. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal die Folie runter und
Mal gucken, was uns hier in diesem Medebook erwartet. Ich werde schon mal kurz einen kleinen Blick erhaschen, bevor ich hier weiter aufschlagen werde. Und damit geht es jetzt auch direkt in die Ego-Perspektive über. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder in der Ego-Perspektive. Wohlgemerkt, klarer Fall. So, bis gleich. Ja, meine Lieben, und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Medebook zu Maneater, der Menschenfresser, ist zurück. Dario Germanis Film ist so heftig, dass du ihn in deinem Leben nicht mehr vergessen wirst. Ja, das steht auch bei diesem Medebook drauf, beziehungsweise auch drin. Man kann den Film sogar ganz schnell wieder vergessen, muss man auch klipp und klar sagen. Aber vielleicht werden wir uns hier einen besseren belehrt. Ja, das Motiv ist wie gesagt ein bisschen angehaucht an das Original-Kinoplakat von Maneater von 1980. Was ja auch sehr schön ist und auch sehr gut finde. Wie gesagt, der Geschmack ist immer verschieden. Ist auf jeden Fall hier eine Zeichnung. Aber die Gedärme hier schauen schon wirklich sehr gut gezeichnet aus. Wir gehen jetzt näher ran. Also ich muss sagen, schaut schon aus wie Gedärme. Und hat auf jeden Fall auch einen etwas kranken Style, wie ich finde. Und gefällt mir hier schon mal sehr gut. Dann hier eben der Schriftzug drauf. Wir haben hier auch noch einen Sonnenuntergang zu sehen. Und dann ziehen wir hier wie so einen eigenen Gedärme auf ist, ist eben auch eine sehr spezielle Szene, auch vom letzten Teil zum Originalteil, auch hier der Schluss. Der Schriftzug ist auch hier ein Glanzeffekt übersehen worden, auch das hier sehr schön gemacht. Maneater, der Menschenfresser, ist zurück. Vom Motiv her, wie gesagt, gefällt es mir persönlich sehr gut. Andere Motive sind auch natürlich auch sehr schön, aber für mich eben das hier war jetzt hier mein Favorit. Dann geht es jetzt hier mal rum und oben drauf haben wir eben hier dann den Schriftzug Indeed. Dann auch hier, der Maneater ist ebenfalls mit einem Glanzeffekt versehen worden und auch hier geht auch dann das Bild weiter von der Vorderseite. Und hier auf der Rückseite haben wir auch nochmal hier dann ein paar Slogans, ultra blutig und nur für Hartgesonnene geschrieben von Spielfilm.de, härter als Hostel von Biff Festival geschrieben, blutiger, brutaler, klaustrophobischer Torturporn. Und das ist geschrieben von Border Film 66, das Reboot des 36 Jahre lang beschlagnahmten Splatter-Kultfilms. Und eben hier dann ein bisschen Inhaltsangabe zu dem Film. Der italienische Regisseur Dario Germani schafft Überraschendes. Mit seinem extrem harten und kontroversen Splatter-Film gelingt ihm die grandiose Neuauflage eines der berüchtigsten und bis vor kurzem beschlagnahmten Klassikers aus dem Land des Horrors. Anthropophagus, aka Maneater, der Menschenfresser. Über 40 Jahre nach dem Kultfilm von 1980 ist der Menschenfresser zurück und wartet in den dunklen Tiefen eines alten Atombunkers auf neue Opfer. Klingt schon mal sehr spannend. Diese kommen in Form bildhübscher Studentinnen, deren Exkursion in tödlichem Chaos endet. Es gibt Blut und Gedärm, Folter und Lärm, kreischende Girls und eine ungeborene Szene. Hier wird gnadenlos in Nahaufnahme eine Zunge abgeschnitten, ein Auge entapfelt oder ein Gesicht gehäutet. All das, was die moderne Splatterherz begehrt und spätestens seit The Sadness und Terrifier wieder in Vogue ist. Die Jagd nach neuem Fleisch begleiten immer wieder auftauchende Giallo-Elemente, stilgerecht mit einem fantastischen Soundtrack untermalt, der zeitweise an Argentos Hausband Goblin erinnert. Mahlzeit. Auf jeden Fall, der Text ist hier schon mal sehr unterhaltsam geschrieben worden, muss man hier schon mal sagen. Finde ich schon mal sehr, sehr witzig. Mal gucken. Also es tut sich auch ein bisschen reimen. Ja? Es gibt Blut und Gedärm, Folter und Lärm. Ja, was sich reimt, ist gut, sagt immer der Pumuckl, ne? Ja, dann haben wir hier ein paar Szenenfotos aus dem Film, die auch mit einem Glanzeffekt versehen worden. Als Extras gibt es noch ein Intro vom Regisseur, dann Killcount, eine Bildergalerie, ein Original-Trailer und ein deutscher Trailer sowie auch noch ein 36-seitiges Booklet. Und hier nochmal dann die ganzen technischen Daten. Wir haben hier eben Deutsch, Italienisch und Englisch in DTS HD Master Audio 5.1 oder Dolby Digital 5.1. Und Untertitel haben wir Deutsch und Englisch. Und die Blu-ray geht 81 Minuten und die DVD 78 Minuten. Ich habe hier Nummer 33 bekommen von 666 Stück. So wie schon mal zu dem Medebook an sich. So schaut es mal von der Seite aus. Muss echt sagen, gut verarbeitet auf jeden Fall. Schaut schon mal hier sehr schön aus.
Und dann schlagen wir jetzt hier mal auf. Und was sehen wir hier schon mal hier? Richtig, eine Warnung, wie es auch schon in dem Mediabook gibt von Sinestrange. Auch hier sehr schön angepasst zu dem damaligen. Muss ich echt sagen, schön gemacht. Finde ich echt gut. Auch das gucken wir uns gerne mal ganz kurz an. Einmal hier schon mal die Blu-ray-Disc zu dem Maneater, dem Reboot. Das Ganze schaut hier so aus. Mit ein paar Nippelchen, die wir hier ein bisschen verdecken müssen. Also ihr seht schon, auch hier geht schon ziemlich zur Sache. Hintergrundmotiv haben wir hier in Schwarz-Weiß gehalten. Ich hoffe mal, dass der Film schön in Farbe ist. Ja, Atombunker. Was hat der gute Maneater in einem Atombunker zu suchen, wenn eben eigentlich das Original eigentlich in einer auf einer Insel spielt? So, die erste Seite haben wir hier schon mal. Der Film Maneater enthält äußerst heftige und nervenzerrende Szenen, die bei sensiblen Gemütern zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Wir bitten deshalb insbesondere nachstehend genannte Person auf die Sichtung des Films zu verzichten. Herzkranke, kreislaufschwache, schwangere Personen, die unter Insomnie oder empfindlichen Magen leiden, sowie alle Jugendlichen unter 18. Dies ist keine Werbung, sondern eine sehr, sehr ernst gemeinte Warnung, die Sie nach Sichtung des Films bestätigen werden. Der Film Maneater ist so furchterregend, dass Sie noch lange nach dem Abspann über ihn nachdenken werden. Na, das klingt doch schon mal interessant. Genau derselbe Text ist eigentlich auch hier drin. Also schon mal sehr schön gemacht, wie ich finde. Ich finde es schon mal eine coole Hommage an einen alten Film. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr unterhaltsam. Gut, die andere Seite hat mich schon mal positiv überrascht. Wir blättern mal weiter. Das ganze Buch ist auch hier reingenäht. Und dann haben wir hier nur echt mit Fötus-Snack Notizen zu Maneater, der Menschenfresser ist zurück. Einmal hier Nummer 1, die erste Notiz. Und haben wir hier ein bisschen ja, lieblos gemacht, eben nur mit weißem Hintergrund. Aber ihr seht ja schon, hier gibt es dann doch einige Fotos noch aus dem Film. Da haben wir eben hier dann die zweite Notiz. Dann gibt es ein paar hier, einmal das alte Kinoplakat, wo wir hier schon sehen. Also das ist auch sehr gut angepasst, auch zum neuen. Und eben hier das alte tiefe deutsche Kinoposter von 1981. Ja, mir gefällt immer das alte noch ein bisschen besser. Dann haben wir hier eben die Bilder von, zumindest die Kinoplakate vom neuen Teil. Wie gesagt, das ist hier das Cover B-Motiv. Hier geht es dann weiter mit ein paar blutigen Momente. Jetzt geht es hier weiter mit dem nächsten Text. Es geht auch hier weiter mit ein bisschen Szenenfotos. Ja, also man muss jetzt noch sehen, hier sind schon einige Fotos drin. Dann geht es hier weiter mit den nächsten. Einmal hier die weiteren Motive von Mediabook. Eine weitere recht interessante Szene mit den Zähnen, also Zahngewalt mag ich persönlich am wenigsten. Dann haben wir die Nummer 3, also es geht doch recht langsam voran. Weitere blutige Szenen, auch hier eben dann. Joe D'Amato hätte auch dank der unheimlich attraktiven Besetzung mit Sicherheit seine wahre Freude gehabt. Das können wir auch gut vorstellen. Und dann haben wir hier weitere Motive und auch hier die Musik von Simone Pastore. Und das sind wir auch hier schon durch mit der letzten Seite. Und hier noch dann die DVD zu diesem Film. Und diese schaut hier so aus. Hintergrundmotiv ist leider eher unspektakulär. Und ist aber auf jeden Fall noch in Ordnung. Ja, mein Lieben, und das war's auch schon mit dem Mediabook zu Maneater. Ich bin jetzt mehr als gespannt, wie mir dieser Film gefallen würde. Leider aus gewissen Gründen kann ich davon natürlich kein Wochis schaut an Video machen, aber ich werde auf jeden Fall berichten in einem ja, der Kalenderwochen, wie mir der Film gefallen hat. Ja, meine Lieben, das war's auch. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Mediabook zu dem Film Maneater, der Menschenfresser ist zurück, das Reboot zu dem originalen Maneater von 1980. Und ja, mal gucken, wie mir dieser Film gefallen wird. Das Mediabook ist ja schon mal sehr schick geworden. Das Booklet, ja, hat auf jeden Fall schon einige Bilder mit enthalten, um das Booklet ein wenig zu strecken, aber trotz alledem, die Textpassagen sind immer auf kompletten Seiten aufgedruckt, ohne wirklichen großen ja, Verzierungen. Hätte man ein bisschen schöner machen können, aber ansonsten trotz alledem ein sehr schönes Mediabook, auch ein stabiles Mediabook und schon wirklich hier schon mal sehr, sehr gut aus. Im Verleihshop sind diese Mediabooks auch schon ausverkauft. Am besten mal bei Indeed direkt mal gucken.
Ein Kauflink unten in die Videobeschreibung und vielleicht nur noch Glück und ihr bekommt noch ein Mediabook ab. Denn auch da sind schon einige wieder ausverkauft, obwohl der Film anscheinend wohl nicht so gut sein soll. Aber ja, die Splatter-Freunde unter uns haben auf jeden Fall damit bestimmt ihren Spaß. Und ich hoffe es auch bei mir. Mal gucken, ich bin gespannt, wie dieser Film bei mir abschneiden wird. Gut, Teil der Original ist auch wieder ein gutes Zwischenmaß bei mir. Und mal gucken, wo ihm jetzt hier das Reboot eben landen wird. Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr denn diesen Film fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...